Hallo, willkommen zu einem neuen Video, in dem wir heute gemeinsam Food-Neuheiten probieren. Es sind eigentlich so viele Sachen, aber bis die in meinem Supermarkt landen. Und ich habe heute einige entdeckt und gleich mitgenommen und werde sie mit euch probieren. Ich glaube, wir fangen jetzt auch schon mal gleich mit dem hier an. Und zwar mit Schokocrossis. Also ich mag nicht diese Standard-Schokocrossis, sondern diese in Spiralform, die es in so einer länglichen Zylinderpackung gibt. Ich weiß gar nicht, ob das auch vom Schokocrossis ist. Ich lese sie mal nie. Ich gucke immer nach der Form. Auf jeden Fall gibt es jetzt aber eine neue Version, beziehungsweise zwei Versionen. Einmal war das mit Walnuss und mit Tiramisu. Tiramisu habe ich mitgenommen, war da klar. Und zwar ist das die Crunchy Moments. Und da drin sind super crunchy Cornflakes. Das ist ja sowieso immer die Basis. Und ich finde, Schokocrossis kann man auch voll einfach zu Hause nachmachen. Aber diese Version verspricht mehr, weil da noch leckere Coffee-Brownie-Style-Stückchen mit dabei sein sollen. Knusprige Coffee-Crisps, umhüllt mit weißer Schokolade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von weißer Schokolade. Lasst uns trotzdem mal probieren. Ich werde trotzdem abbeißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich das im Mund habe, rieche ich so den Kaffee raus. Ich ahne, dass da was mit Kaffee kommt. Aber diese weiße Schokolade, diese Komponente stört mich so sehr. Sie übertüncht einfach alles in meinem Gaumen. Wenn ihr gut genug kaut, dann schmeckt ihr sie auch raus. Aber ich finde das mit der weißen Schokolade echt blöd. Ich weiß nicht, mir gefällt die Kombi gar nicht. Wer weiße Schokolade liebt, dem wird es vielleicht gefallen, muss ich sagen. Ich bin nicht so ein Fan davon. Und deshalb würde ich diesem Produkt 2 von 5 Punkten vergeben. Jetzt auch nach dem Video werde ich diese Schokolade auch nicht weiter essen. Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Okay, dann geht's weiter mit dem High-Protein-Mousse. Also darauf habe ich mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Hier auf das High-Protein-Mousse. Ich liebe Mousse sowieso. Ja, mal gucken, wie das hiermit ist. Ich liebe eigentlich so die High-Protein-Produkte von Ermann, muss ich sagen. Nicht alle. Von dem High-Protein-Mousse liebe ich Schokolade. Esse ich aber auch selten, muss ich sagen. 1,70 ist das, glaube ich, sonst. Ich weiß gar nicht. Ich schreibe es auf jeden Fall hier hin. Habe ich auch nicht im Angebot gekauft, sondern als Original. Und ich finde den Preis ehrlich gesagt schon ein bisschen teuer, weil da einfach nur Luft untergerührt ist. Also so hoch ist das Produkt eigentlich nicht. Also da ist schon so ein Stück auf jeden Fall Luft mit dabei. Ist einfach Luft untergerührt. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall mit Lemon. Also ich habe Lemon für mich entdeckt in einem Neuheitenvideo, wo ich diese Dickmanns mit Lemon Cheesecake probiert habe. Ey, ich habe das geliebt, aber ich habe es nie wieder gefunden und nie wieder gekauft. Gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Egal, umso mehr bin ich auch hier drauf gespannt. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, irgendwas stört mich an dem Geruch. So sieht es auf dem Löffel aus. Also eigentlich ganz angenehm. Also die Mousse-Konsistenz ist auch ganz gut. Proteinmus mit 10% Zitronenzubereitung. Ja, so Limone ist es nämlich nicht. Wenn, dann ist es Zitrone, aber es hat so ein stechendes Zitronenaroma. Also einfach WC-Reiniger, Toilettenreiniger als Zitronenaroma. So wie es auf Toilette manchmal nach dem Putzen riecht, nach Zitrone, so schmeckt das Ding. Nicht gut, ich muss sagen, ich muss hier 1 von 5 Punkten vergeben. Es ekelt schon ein bisschen meinen Geschmack an, muss ich sagen, ganz ehrlich. Deshalb mache ich mal mit einem Produkt weiter, was ich gleich ganz schnell runterspülen kann. Ich glaube, es gibt noch mehrere Fanta-Produkte in Flaschenform. Das hier habe ich mitgenommen. Ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen, sondern meine Freundin hatte das entdeckt. Will ich mal ehrlicherweise sagen, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, nehme ich mal mit. Und das ist dieses What the Fanta. Also man weiß nicht, wenn man das kauft, welche Richtung das ist. Obwohl man hier scannen kann. Okay, also dann probieren wir mal. Also es ist blau. Keine Ahnung, was für eine blaue Fanta. Also bei blau denke ich, komischerweise hat damit nichts zu tun, aber an Kokos oder so. Aber kann schon mal nicht sein. Es riecht nach irgendwas Bekanntem, aber dann auch wieder voll exotisch. Und das macht mich total irre, dass ich einfach nicht zuordnen kann, welche Richtung das ist. Jetzt halte ich mal die Klappe und trinke mal. Es hat irgendwas so Drachenfrucht, Litschi. Oder vielleicht ist es doch die heimische Himbeere oder so. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr, also ich habe das gerade versucht zu scannen. Es öffnet sich eine Seite, aber die Seite funktioniert gerade nicht. Richtig Pech. Vielleicht wisst ihr, wonach das schmecken oder riechen so, obwohl ja schmecken, es geht ja um den Geschmack. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Danke schon mal. Machen wir mal weiter mit diesen Manna-Waffeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Manna-Waffeln esse ich wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber wenn, dann eigentlich gerne. Ich mag diese Standard-Waffeln, diese in der Viereckform. Diese Packung kaufe ich mir nie. Aber ich komme immer zu Sachen, die ich sonst sowieso nicht mache in meinen Videos. Also habe ich mir diese Herzen mitgenommen. Ich denke mal, dass es eine Limited Edition ist.
Auf jeden Fall ist es eine Neuheit, aber ich denke nicht, dass es im Standardsortiment bleiben wird. Orangenherzen, ist es interessant für euch oder eher nicht? Also, wenn ihr das aufmacht, kommt auch schon so der stechende Geruch von Zartbitterschokolade und Orange. Okay, so sieht die Form aus. Ja, ist halt ein Herz, ne? Ich muss nur mal kurz ab... Oh ja, oh nee, ich muss nicht nochmal abbeißen. Ich wollte gerade sagen, hä, wo ist die Orange? Und dann kam das voll stechend im Mund durch. Die Orangencreme. Ja, das ist nämlich mit Orangencreme. Ich guck mal hier. Waffeln gefüllt mit Orangencreme, getunkt in Schokolade. Aber es ist eben Zartbitterschokolade. Ist schon ziemlich herb, muss ich sagen. Also ich finde die Kombi Schoko und Orange sowieso schon herb. Und dann mit Zartbitterschokolade. Deshalb würde ich hier 2 von 5 Punkten vergeben. Ist nicht so schlecht, aber... Also ich habe jetzt keinen Bock, das Ding zum Beispiel aufzuessen, weil mir das einfach viel zu schade wäre um die Kalorien, weil es auch wirklich nicht so geil schmeckt, muss ich sagen. Obwohl ich Manna-Waffeln liebe, aber dieses Produkt eher nicht. Also hier kommt unser Hoffnungsschimmer und zwar die Ahoi Brause Bonbons. Ich habe ja mit euch schon mal die Ahoi, das Ahoi Brause Sandwich Eis probiert, genau. Das war ja wirklich, also es hat euch ja auch geschmeckt. Ich habe auch viel Feedback dazu bekommen von euch. Ich muss sagen, ich habe es auch geliebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal gekauft habe außerhalb des Videos. Und hier habe ich die Ahoi Brause Bonbons entdeckt. Ich habe sie zuvor noch nie gesehen, also bei mir im Umkreis gibt es sie gar nicht, weil in einem 10 Kilometer entfernten Supermarkt, weil ich dachte, da finde ich eher Neuheiten. Und dort habe ich sie entdeckt und zwar gibt es, ja, eben Ahoi Bonbons mit Brausepulver in Richtung Waldmeister, Himbeere und Orange und Zitrone. Genau, die sind hier so einzeln verpackt. Und dann würde ich mal sagen, probiere ich, was ist das denn, Orange. Das Besondere hier dran ist, dass im Kern Ahoi Brausepulver ist. So könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen. Sieht man voll, ne? Mal gucken, wie das schmeckt. Schmeckt schön vollmundig. Ich muss sagen, ich liebe auch, nehme 2 Bonbons. Esse ich auch, habe ich zuletzt vor einem Jahr oder so gegessen. Könnt ihr mich so überhaupt verstehen? Ich rede einfach weiter. Ich bin nicht so die Bonbon-Kennerin, aber das hat mich auch überzeugt. Entweder lutscht ihr weiter und dann kommt so langsam Brausepulver an den Seiten hervor und das pritzelt dann so leicht auf der Zunge. Oder ihr beißt euch durch und dann habt ihr dieses Pulver erstmal ganz auf der Zunge und dann schäumt es ganz leicht. Aber sonst finde ich das ganz angenehm, muss ich sagen. Ich finde sowieso immer viel leckerer, wenn man irgendwas länger so im Mund hat als Geschmack. Ahoi Brause hat mich in letzter Zeit überhaupt nicht enttäuscht, obwohl ich immer so wenig davon erwartet habe. Aber das hat mich jetzt auch wirklich überzeugt und hier vergebe ich 5 von 5 Punkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mir wirklich ganz gut geschmeckt. Waldmeister liebe ich sowieso. Das ist auch mein absoluter Favorit. Also es hat mir heute nicht alles geschmeckt. Also sehr viel hat mir nicht geschmeckt. Außer die Ahoi Brause Bonbons. Heute war mal wieder so ein Tag, so naja. Aber so wisst ihr immerhin, was ihr nicht kaufen müsst unbedingt. Oder wo ihr überhaupt nichts verpasst, wenn ihr das nicht probiert. Das war heute mal so ein Video. Ich hoffe, das nächste Video ist wieder so ein Wow-Video. Es macht mir natürlich viel mehr Spaß, wenn man so viele gute Favoriten und Neuheiten, also Neuheiten und Limited Editions entdeckt. Deshalb freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 'Cause I just wanna go.